Ahoi zusammen zu einer neuen Folge Events erklärt. Die heutige Folge ist eine Folge, die ich hoffentlich in gefühlt dann so früh als möglich nach Live-Schalte des Patch rausbringe. Grund dafür ist, es gibt bei dem jetzt in Patch 0.9.5, das jetzt heute live ging, 11.06., ein paar Features oder genauer gesagt ein Feature, zu dem ihr nur Zugang habt, bevor ihr den ersten Satz Direktiven abgeschlossen habt. Und da es ja durchaus Spieler gibt, die so einen Satz Direktiven innerhalb von wenigen Stunden nach Live-Schalte des Patches fertig haben, wäre es natürlich blöd, wenn ihr das verpasst. Für diejenigen von euch, die das nicht interessiert, das ganze Patch über seine Gültigkeit. Es geht nur eben um den einen Teil und den werde ich dann entsprechend auch markieren. Aber der Hamburger Hafen bringt einen Hinweis auf das, was jetzt im Patch 0.9.5 als großes Thema ist. Und das sehen wir hier oben schon wieder. Wir haben eine Werft, dann hier oben in altdeutscher Schrift mit dem Eisernen Kreuz, klar zum Gefecht. Da scheint es wohl irgendwas Deutsches zu geben. Und das gucken wir uns jetzt erstmal kurz in im Portalartikel an. So, da sind wir jetzt hier in den Patch Notes, also in den Nachrichten zum Update. Das beinhaltet natürlich alles, was in diesem Update passiert. Und gleich der erste Teil ist Werft, Haupteigenschaft 0.9.5, Werft im Hafen von Hamburg, wo ihr gleich zwei deutsche Schiffe bauen könnt. Admiral Graf Spee und Odin. Und die Admiral Graf Spee, die kommt dann mit so einer netten Tarnung. Ganz wichtig für diejenigen von euch, die Admiral Graf Spee schon haben. Entweder aus einem früheren Event gewonnen, aus Event-Containern gezogen oder tatsächlich gekauft. Ihr kriegt Kreditpunkte, aber ihr kriegt die Tarnung noch obendrauf. Und dasselbe dann nochmal bei der Odin. Und natürlich gibt es jetzt hier noch ein paar mehr Sachen, die Patch 0.9.5 spezifisch sind. Auf die will ich aber gar nicht eingehen. Ich verlinke euch aber die Patch Notes. Sondern wir gehen jetzt auf den Artikel Hamburger Hafen Schiffsbau. So. Es ist früh am Morgen. Admiral Graf Spee 283 mm, Odin 305 mm, also gerade mal 22 mm mehr Durchmesser von Stufe 6 auf Stufe 8. Ihr seht es am Icon, die Graf Spee läuft wird als Kreuzer dargestellt. Die Odin ist ein Schlachtschiff, also wird vom Matchmaker als BB, als Schlachtschiff klassifiziert und genutzt. Auf das Marketinggelaber gehen wir jetzt erstmal nicht ein. Das Schiff schauen wir uns dann gleich mal ein bisschen an. Wichtig sind erstmal die Eventregeln. Also ganz wichtig, das Event läuft über zwei Patches. Nicht so wie bei der Puerto Rico, die ja diese Werft das erste Mal hervorgebracht hat, nur über ein Patch, was natürlich ziemlich, ziemlich Panne war, sondern über zwei Patches. Das heißt, ihr habt da ein bisschen mehr Zeit. Der Bauprozess besteht aus 20 Phasen. Gut, gab es bei der Puerto Rico auch, aber der Fortschritt läuft durch Direktiven, beziehungsweise da kriegt ihr, während ihr die Direktiven spielt, bekommt ihr Tokens und mit den Tokens könnt ihr dann die Bauphasen weiterlaufen lassen. Es ist nicht so wie bei der Puerto Rico, dass selbst wenn das Spiel ausgeschaltet ist, im Hintergrund der Baufortschritt weiterläuft. Das ist nicht so. Hier müsst ihr wirklich über die Direktiven an die Marken herankommen. Alternativ könnt ihr jede Phase auch zu 1750 Dublonen bezahlen, um die abzuschließen. Wenn ihr Phase 10 habt, bekommt ihr die Admiral Graf Spee mit der Tarnung. Diejenigen von euch, die Admiral Graf Spee schon haben, naja, ihr bekommt Kreditpunkte sowie die Tarnung, Kapitän und Liegeplatz. 18 von 20 Schiffsbauphasen könnt ihr durch Fortschritte mit Direktiven abschließen. Also das heißt, über alle Direktiven gibt es genau 18 Fortschrittstokens. Und Nummer 19 und 20 müssen gekauft werden. Das heißt, ihr müsst mindestens zweimal 1750 Dublonen investieren, wenn ihr die Odin haben wollt. Da führt kein Weg dran vorbei. Und nach Abschluss 20 dann die Odin. Dann sind hier ein paar nette Bilder, also da freue ich mich tatsächlich schon drauf, ja, wie das dann wieder aussieht
im Trockendock und dann die finale Ausstattung. Habe ich mir auf dem Public Test Server schon ein bisschen angeguckt. Sehr, 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 sehr schick. Also wie immer, und ich habe es auch neulich erst wieder mit einem klaren Kollegen besprochen. Das Designteam von Wargaming, da lasse ich nichts drauf kommen. Die können, die sind Meister ihres Fachs, die wissen, was sie tun. Über den Rest darf man sich trefflich streiten. So, das Ganze seht ihr hier schon. Erste Direktive beginnt heute am 11. Juni und die letzte beginnt dann am 14. Juli. Habe ich gerade 11. Juli gesagt? Ich meinte natürlich 11. Juni. Und das Event ist zu Ende am 5. August, früh morgens um 5 Uhr. Ich bin Wargaming sehr dankbar, dass die jetzt mittlerweile tatsächlich auch die Uhrzeiten hinschreiben. Das bedeutet, wenn ihr bis kurz vor knapp irgendwie gespielt habt, denkt daran, besser am 3. August abends um 11 oder um Mitternacht dann abschließen, bevor man dann am nächsten Morgen um 7 Rechner einschaltet am 4. und merkt, dass das Event vorbei ist. Je Direktive bekommt ihr maximal drei Schiffsbauphasen. Ja? Also da habt ihr dann genügend Tokens, um das durchzubekommen. Das Erfüllen spezifischer Aufträge sind zwei, gucken wir uns gleich an. Und das Abschließen der gesamten Direktive. Und dann, was ich ja mittlerweile ganz schön finde, so eine kurze Übersicht, was ihr bekommt, wenn ihr je nachdem wenig, durchschnittlich viel oder sehr viel spielt. Ja? Wenn ihr bis zu sechs Schiffbauphasen habt, dann bekommt ihr halt das. Also da ist ein ordentlicher Batzen Kohle dabei. Es sind zwei Geschenkcontainer dabei. Das sind die üblichen, die es auch letztes Jahr zum Warships Geburtstag gab. Und ein paar Tarnungen. Und so wird das halt entsprechend mehr. Das heißt, für vier Direktiven bekommt man schon die Graf Spee. Ein paar Premium-Tage, freie Erfahrungspunkte, Spezialsignale. Wenn ihr 18 Schiffsbauphasen fertig habt, erhaltet den maximalen Rabatt von 90% auf die Odin. Da muss man jetzt auch ein Wort dazu verlieren. Die Odin ist ein Stufe 8 Schlachtschiff. Stufe 8 Schlachtschiffe kosten im Dublonenbereich so irgendwas um die 11.000 bis 15.000 Dublonen. Wenn ihr zweimal 1.750 Dublonen zahlen müsst, dann sind das keine 90%, selbst nicht von 14.000 Dublonen. Diese 90%, die beziehen sich darauf, wenn ihr jede Phase, also 20 Phasen mit 1.750 Dublonen bezahlt. Ja, dann kommt ihr am Schluss, ich glaube, es sind 32.000, oder? Ja, 32.000 Dublonen. Und dann ist natürlich klar, wenn ihr dann am Schluss nur zwei davon habt, die ihr bezahlen müsst, nämlich die letzten beiden, dann kommt da natürlich ein entsprechender Rabatt auf den Ursprungsbetrag. Aber das ist kein 90% Rabatt auf ein Stufe 8 Schlachtschiff. Ja. Natürlich muss man jetzt auch wieder sagen, was bekommt man noch dazu? Es gibt durchaus Spieler, die Graf Spee noch nicht haben. Gut, 4 Tage Premium-Spielzeit, freie EP, die Tarnungen, Geschenkcontainer, kann ja auch ein bisschen nettes Zeug drin sein, Kohle. Das heißt, da ist, wenn ihr das nur bis Stufe 18 spielt, ist schon einiges dabei. Wenn ihr dann noch die zwei letzten Phasen kauft, für je 1.750 Dublonen, bekommt ihr nochmal 10.000 Kohle obendrauf. Und die Odin natürlich, ja. So. Und jetzt ist eben der Punkt, auf den ich angesprochen habe. Also, ihr könnt euch natürlich einen Boost kaufen am Anfang. Das heißt, einmal müsst ihr Geld ausgeben, wenn ihr die Odin haben wollt. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr sagt, die Odin ist euch wurscht und ihr wollt einfach ein bisschen spielen, dann bitte ignoriert jetzt den Teil und fangt einfach an zu spielen. Für diejenigen, die die Odin haben wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bezahlt dann am Schluss, Stufe 19 und 18, gucken wir uns gleich an, oder ihr bezahlt am Anfang einen Booster für 8.000 Dublonen. Damit werden dann automatisch die ersten 8 Schiffsbauphasen fertiggestellt. Und alles, was ihr dann an Direktiven erspielt, wird dann genutzt, um die Odin fertig zu spielen. Und dann habt ihr natürlich rein rechnerisch am Schluss noch einige Schiffbauphasen über, die ihr bekommen könnt. Und für jede überzählige Schiffsbauphase, die ihr abschließt, nachdem ihr die Odin habt, bekommt ihr 250 Stahl pro Phase. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr kauft euch diesen Starter und spielt dann ganz normal durch,
Dann habt ihr am Schluss noch sechs Phasen über. 6 mal 250 Stahl sind dann ungefähr 1500 Stahl, die ihr bekommt. Und diese insgesamt 4500 Stahl, die beziehen sich darauf, wenn ihr jetzt heute direkt am ersten Tag euch für die Gesamtzahl an Dublonen, also alle 20 Phasen mit Dublonen freischaltet. Ist dann natürlich eine Stange Geld, müsst ihr wissen, ob er das tut. Der Punkt an diesem Paket ist, das könnt ihr nur kaufen, wenn ihr die erste Schiffsbauphase noch nicht irgendwie anders fertiggestellt habt. Deswegen das Video so früh als möglich, weil wenn jetzt einer schon mit Dublon sich die erste kauft, dann funktioniert dieses Starterpaket schon nicht mehr. So viel jetzt erstmal zum Artikel. So, jetzt schauen wir uns das Ganze im Hafen an. Also, die UI wurde ein bisschen überarbeitet, deswegen gehe ich auf die Kampfaufträge jetzt gerade nicht ein. Aber wir gucken uns als erstes mal die Direktiven an. Und jetzt merkt ihr schon, das hier ist eine ganz neue Aufmachung. Aber keine Sorge, der Inhalt dahinter ist immer noch der gleiche. Ja, 0 von 7, also ihr seht jetzt hier den Fortschritt. Das ist auch direkt der Werft zugeteilt. Und dann seht ihr auch hier schon, das ist die Hauptdirektive. Und da ist eine Schiffsbauphase drin. Und dann gibt es hier diverse andere Missionen. Und wenn ich mir die jetzt so angucke, sehen die so aus, als wären die tatsächlich 1 zu 1 dem, was Wargaming nicht im Public Test Server gezeigt hat. Nein, aber als sie das Event angekündigt haben vor ein paar Wochen im Stream, haben sie auch gleich im dazugehörigen Entwicklerblog eine Google Docs Liste mit veröffentlicht, wo die Dinger drin sind. Die wollten halt nicht nochmal dieses Desaster von der Puerto Rico wiederholen und haben sich gedacht, wir veröffentlichen die Missionen gleich. Und was ich so sehe, sieht das so aus, als wäre das so. Interessant ist, es gibt jetzt hier tatsächlich mal Missionen mit einer Oder-Bedingung. Das heißt, entweder auf deutschen und russischen Schiffen verdienen sie 30 Bänder zerstört oder aufgeklärt. Oder, falls ihr zum Beispiel keine russischen oder keine deutschen Schiffe habt, verursachen sie 650.000 Trefferpunkte Schaden an Schiffen mit der Hauptbatterie für japanische und amerikanische Schiffe. Ja, also das finde ich durchaus interessant gelöst, gut gelöst. Kommt ein bisschen den Spieler entgegen, die jetzt nicht alles im Hafen haben, sondern sagen, naja, ich habe aber nur ein paar Nationen und die vielleicht auch noch nicht komplett. Das heißt, da habt ihr dann durchaus die Möglichkeit. Lasst euch nicht von den Zahlen abschrecken. Bitte bedenkt, das Event läuft 2 Monate. Das heißt, da ist dann schon einiges mit dabei. Und wenn wir jetzt mal auf Stufe 6 gehen, dann müsste da dabei stehen, genau Zeit bis verfügbar, 1 Monat, 2 Tage. Also das läuft jetzt wirklich lange. Und dann könnt ihr da mal durchgucken, was da für euch dabei ist. Ganz wichtig, ihr braucht immer nur 7 von den ganzen. Und ich habe es ja ganz unten schon gesehen. Genau da hier ist jetzt eine Bedingung, das geht nur mit Graf Spee, mit der Odin. Oder für diejenigen von euch, die die Highschool Fleet Graf Spee sich mal geholt haben, mit der könnt ihr das auch machen. Also, das heißt, entweder 185.000 Trefferpunkte an Schiffen mit irgendeinem Schiff Stufe 5 bis 8, bis 10 oder 50.000 Trefferpunkte Schaden an Schiffen mit einem dieser drei Schiffe. Ja, das ist halt wieder der Bonus. Hey, wenn ihr das Schiff schon habt, dann könnt ihr die eine oder andere Mission ein bisschen leichter abschließen. Dann ist hier noch was, sehe ich gerade für die T61 als Spezialmission auch wieder mit einer Oder-Bedingung. Das finde ich jetzt sehr, sehr gut gelöst. Und dann kann man da durchgehen. Und wozu führt das alles? Na, das führt hierzu für die Werft. Und ihr seht es jetzt hier schon groß in Gold. Das Startpaket ist für den Kauf verfügbar. So, jetzt dauert es natürlich einen Moment. Ich mache das jetzt hier auch gerade zum ersten Mal. Und da haben wir auch wieder die schöne Animation der Werft. Hatten wir ja auch schon bei der Puerto Rico. Also gut ausgesehen hat es. Keine Frage. Was Wargaming bei der PR draus gemacht hat, war dann natürlich eher ein bisschen fragwürdig. Hoffentlich läuft das jetzt besser. Also hier nochmal die Zusammenfassung. Die Direktiven werden bis zum Ende vom Update 0.9.6 verfügbar sein. Und bis dahin könnt ihr ja was erspielen. Das Event wird bis zum Ende von Update 0.9.7 laufen. Also ich vermute mal, dass es in dem Update dann noch möglich sein wird. So ähnlich wie mit der Puerto Rico, den Bau der Odin mit Dublonen abzuschließen. Also wer jetzt meinetwegen bis Schiffsbauphase 16 kommt und dann ist 9.6 rum, der könnte dann noch Dublonen in die Hand nehmen und sich die restlichen Stufen kaufen. Schiffsbauphasen. Dann gucken wir mal, da sieht man schon, was einiges dabei ist. Gucken wir uns gleich im Detail an.
Und am Schluss winkt dann die Odin. Und ihr seht schon an den beiden Sternen da oben, die müsst ihr für Dublonen kaufen. Außer ihr holt euch das, das Starterpaket. So, da ist jetzt das Starterpaket. Das lassen wir mal erst kurz liegen. Gucken wir mal, was es hier gibt. Es gibt Tarnungen, Premium-Tage. Da ist dann immer ein Abschluss von einer Phase. Gibt es dann Frei-EP, Premium, dann kommt die Graf Spee, dann gibt es Signale und zum Schluss Kohle und die Odin. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, 14.000 und also sollte es ursprünglich kosten und jetzt kriegen wir es für 8.000. Ich weiß immer nicht, was ich von solchen angezeigten Rabatten halten soll. Natürlich würde wahrscheinlich Wargaming einfach sagen, naja, die einzelnen Phasenpreise aufmultipliziert und dann geben wir dann Rabatt. Darf sich jeder selber überlegen, was er davon hält. Ich sag's euch aber gleich, ich habe genügend Dublonen, ich werde mir dieses Starterpaket holen. Also ich bin ja auch immer einer, der da für Transparenz sorgen möchte. Ja? Also ich nehme da meine Dublonen und hole mir das. Vielmehr, weil ich da sage, ich bekomme da einiges davon und am Schluss ein bisschen Stahl. Auf den bin ja ich dann ganz scharf, auch wenn der Deal für diesen Stahl jetzt nicht unbedingt der beste ist. Wobei ich mir da habe sagen lassen, dass das damals bei der großen Stahlkampagne, die man sich zur Prinz Eitel Friedrich dazu kaufen konnte, ein schlechterer Deal war. Das heißt, jetzt bekommt man quasi mehr Stahl für die Dublonen, die man ausgibt. Genau, dann machen wir das mal. No, und dann ist hier nochmal nur bis zum Abschluss der ersten Phase verfügbar. Ja, ist klar. Dann machen wir das doch mal. Und dann können wir uns im Hintergrund mal kurz den Bau angucken. Und jetzt habt ihr hier auch die regulären Felder, ja, mit Dublonen abschließen. Jetzt können wir hier dann auch mal kurz dem Ganzen zugucken. Montage des Doppelbodens, ja, ist klar. Man fängt ja immer so an. Dann Phase 2, Einbau der Quer- und Längshauptschotten. Also ich finde, man kann da durchaus ein bisschen was über die Grundlagen vom Schiffsbau lernen. Zumindest hoffe ich, dass Wargaming sich da so ein bisschen an die Realität hält. Geben sie ja immer vor, dass da Realismus durchaus ein großer Einflussfaktor ist. Seitenrahmen und Torpedoschutz, jawohl. Dann Montage von Bug und Heckteil. Ja klar, da haben wir dann hier vorne jetzt unseren Bug. Und dasselbe wird dann gleich hinten beim Heck wiederholt. Ja, also man kann dann hier schön dem Schiffsbau zusehen. So. Das lassen wir jetzt mal weiterlaufen. Also, prinzipiell, ich finde es gut, dass es wieder so ein Werft-Event gibt. Ich finde, es ist auch klarer kommuniziert als das PR, also Puerto Rico-Event, während jetzt hier gerade die Kessel eingebaut werden und der Maschinenraum bestückt wird. Hier oben sieht man dann nochmal die Zeit, bis so lange läuft's. Zählt auch schön runter. Natürlich ist es ein bisschen Panne, dass man am Schluss zwei Bauphasen tatsächlich mit Dublonen bezahlen muss. Ich nehme mal an, da geht dann Hand in Hand, dass man als Vergütung für die Graf Spee keine Dublonen bekommt, sondern eben nur Kreditpunkte. Sonst könnte man sich ja mit der... Na, sehr schön. Mit den Dublonen, die man als Kompensation bekommt, die letzten zwei Phasen kaufen. Na, das will wahrscheinlich Wargaming nicht, sondern ein bisschen Geld soll man ja ausgeben. Ich sehe es so wie bei der Kosak. Die Kosak hat am Schluss, wenn wir jetzt hier gerade fertig sind mit Einbau der Zitadellen und Seitenpanzerung, die Kosak hat ja tatsächlich auch am Schluss ein bisschen Geld gekostet. Ich glaube 89 Cent waren das auf dem EU-Server. Jetzt ist es ein bisschen mehr, 3.500 Dublonen, das müssten so 10 Euro sein, ungefähr. Ich bin da sehr schlecht im Schätzen. Ich habe das immer noch nicht raus, was das sind. Aber so um den Dreh, ja, und da muss man sich halt dann überlegen, möchte man 10 Euro ausgeben, um das ganze Ding hier abzuschließen. Das überlasse ich jedem selbst. Ich guck mal, wie ich jetzt hier weiterkomme. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal ein paar Phasen fertig. Sieht ganz schick aus. Man könnte jetzt natürlich hier noch mit Dublonen abschließen. Ja, das heißt, wenn man den Rest jetzt, wenn man sagt, ich möchte die Odin unbedingt heute haben, naja, dann macht man das halt so. Und ich vermute mal, das ist das, was dann im Patch 0.9.7 noch verfügbar sein wird. So, dann gehen wir mal raus.
da oben. Es sind neue Belohnungen verfügbar, die habe ich jetzt noch nicht abgeholt. Das mache ich dann aber gleich. Und ansonsten, ja, es gibt wieder weiter tägliche Lieferungen. Das gehört aber eher noch zum Sowjet-Event. So, nochmal kurz nachgedacht. Nö, mir fällt nichts mehr ein. Das war's dann also schon zur heutigen Folge Events erklärt. Wenn noch irgendwas kommt, werde ich es natürlich in die Kommentare setzen. Beziehungsweise, wenn es mehr ist, vielleicht nochmal eine Folge hinten dranhängen. Ansonsten, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dabei gelernt. Ich konnte euch bei eurer Entscheidungsfindung bezüglich der Odin ein bisschen weiterhelfen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.